Festes bei weißgedecktem Tisch über den Auszug zu erzählen, den Weg von der Knechtschaft in die Freiheit. Dieses Erzählen ist mehr als ein Erinnern an einen Vorgang, der sich etwa 3500 Jahren abspielte. Während eines Festmahls so zu erzählen, dass alle Tischgenossen, die am Tisch teilnehmen, Platz nehmen, die gleiche Geschichte mit allen Untertönen wahrnehmen, ist nicht immer leicht. Es ist ein kompliziertes Ritual. Das kann ohne ein Leitfaden oder ein Textbuch kaum durchgeführt werden. Aus diesem praktischen Bedürfnis entstand die Haggadah. Das Wort Haggadah bedeutet Erzählung, die Erzählung des Auszuges. Haggadah, wie ich weiß nicht, ich habe es jetzt hier im Bild gestellt, gibt es mehrere tausend Ausgaben aus jedem Lande. Kopien und auch Neuausgaben mit Übersetzung, mit Illustrationen, gedruckt, geschrieben und bereits im Spätmittelalter gab es auch handgeschriebene Haggadot. Moment. Handgeschriebene Haggadot mit handgeschriebene Leitfaden für den Sederabend. Und die sind auch sehr berühmt, sehr bekannt geworden. Da ist zum Beispiel die Sarajevo-Haggadah von damals von Bosnien, Dalmatien. Dann gibt es aus Deutschland die Darmstädter Haggadah, die man in Darmstadt gefunden hat. Und sogar in Budapest die Kaufmann-Haggadah, die David Kaufmann, ein bekannter Professor des Rabbinerseminars, als Handschrift eingekauft hat. Es waren illustrierte Handschriften und inhaltlich oder textmäßig waren also die gleiche Inhalte vorhanden wie überall bis zum heutigen Tage. Wenige Textvariationen. Und daher können wir die wichtigsten Gebote des Sederabends für das Pesachfest festhalten. Es ist ein Gebot aus der Tora. Sippur Yetziat Mitzrayim, die Erzählung des Auszuges Ägypten, wie das alles geschah, weil die Tora geschrieben hat, Veigatta levincha bayom hahu lemor. Du sollst deinem Sohn, selbstverständlich der Tochter auch, erzählen, dessentwegen hat der Herr das mit uns in Ägypten getan. Das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 13. Dann ist die zweite wesentliche und wichtiges Gebot ist Achilat Matzah, dass wir an diesem Abend Matzah essen müssen. Es steht in der Tora geschrieben, Barishon Barbasar Yom Lachodesh, Ba'erev Tochlu Matzah. In diesem 14. Nisan-Abend ist ihr Matzah. Und schon jetzt muss ich sagen, dass die Verpflichtung, das Gebot, Matzah zu essen, bezieht sich auf den ersten und bei uns in der Diaspora, im ersten und zweiten Abend des Pesachfestes. Dann ist es ein Gebot. In allen anderen Tagen ist es nicht geboten, Matzah zu essen, nur wir dürfen kein Chametz, was wir aus dem Hause entfernt haben und was wir auch schon verboten haben. Das darf man nicht essen. Daher essen wir Matzah, aber essen wir nicht als Gebot aus der Tora, sondern weil anstelle des Brotes, das ist das ungesäuerte Brot dieses Festes.
Dann haben wir ein weiteres Gebot, Achilat Maror. Es ist uns auch befohlen, Maror, Bitterkraut, zu essen. Es ist deshalb geboten, weil die Tora befiehlt, Matzot umerorim yochluhu, Matzot und Maror sollt ihr zusammen essen. Es erinnert euch, es ist eine symbolische Speise. Es erinnert euch an die bitteren Erlebnisse, an die Qualen von Ägypten durch die ägyptischen Vögte. Dann gibt es viertens ein Gebot, das bereits für die Erlösung ein Zeichen gibt. Das ist Shtiat Arba Kosot. Wir sind an diesem Abend verpflichtet, 4 Gläschen Wein zu trinken. Ich glaube, wir sind das einzige Volk der Weltgeschichte, der es geboten hat, Wein trinken zu müssen, aber als Zeichen. Und wir finden auch dazu die Erläuterungen. Es steht 4 Gläser Wein. Den ersten trinken wir bei dem Kiddusch, bei der Heiligung des Festes, bei der Heiligsprechung. Den zweiten trinken wir, als wir mitten im Gebet von der Haggadah bei Gaal Israel vor die Erlösung ein Gebet sprechen. Den dritten trinken wir schon nach dem Essen, nach der Mahlzeit, beim Tischgebet. Und den vierten trinken wir, als wir viele Lieder am Ende der Haggadah sitzen. Aber es gibt 4 Ausdrücke in der Tora. Dazu knüpfen wir die 4 Gläser Wein. Es steht geschrieben, ich habe euch herausgeholt aus den physischen Lasten Ägyptens. Ich habe euch errettet von deren Sklavendienst. Ich habe euch erlöst mit ausgestreckten Arm und mit großen Wundertaten. Und drittens, und ich habe euch mir als Volk genommen. Und zum Schluss, und ich habe euch in das Land gebracht. Diese 4 Ausdrücke der Erlösung, alle diese betrachten wir von der physischen Arbeit, von der seelischen Belastungen, von den Götzendienst, wozu die Ägypten uns gesungen haben, betrachten wir als eine Erlösung. Die jüdische Erlösungsvorstellung ist nicht etwa anders vorstellbar als mit diesem ägyptischen Urerlebnis gebunden. Diese Pesach an diesem Jahr hat eine Besonderheit, nämlich dieser Pesachabend beginnt an einem Schabbat. Schabbat ist gleich der Erev Pesach. Setzt uns einige Komplikationen oder einige Änderungen im Programm zu, nämlich dass wir bereits der Bedikat Chametz über die Suche nach den Resten des Chametz in der Wohnung bereits am Donnerstag vor Abend vornehmen. Und Freitag früh, noch vor dem Schabbat, sollen wir den Chametz verbrennen, was wir ja sonst Erev Pesach machen. Das sind das Wesentliche. Und selbstverständlich am Schabbat, die dritte Mahlzeit, die Seuda Shlishit, kann auch nicht Chametz beinhalten. Überhaupt vor dem Sederabend, vor dem ersten Abend, essen wir weder Chametz noch Brot, schon überhaupt keine Matzah. Der Matzah soll uns an diesem Abend
neu sein. Die Haggadah führt uns an verschiedene Szenen der Urgeschichte unseres Volkes heran. Ein bekannter Satz ist Avadim Hayinu Lefaro Bemitzrayim. Wir beginnen die Erzählung, die erzählerische, die narrative Teile der Haggadah. Damit Knechte waren wir einst, unsere Vorfahren waren Knechte im Lande Ägypten. Da führte uns Gott heraus mit starker Hand und ausgestreckten Arm. Auch das ist eine jüdische Vergangenheitsbewältigung. Alle anderen Völker erinnern bei ihrer Vergangenheit oder wenn ihre heroische, heldenhafte Vergangenheit erinnern auf große Siege, Kämpfe und Schlachtfelder. Wir erinnern uns daran, dass wir, das jüdische Volk, unseren Weg in Ägypten in der Knechtschaft begonnen haben. Neben unserer langen, wechselvollen Geschichte werden öfters kürzere, charakteristische Episoden erzählt, narrative Einsagen. Zum Beispiel wird erzählt, es geschah einst, dass Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua, Rabbi Eleazar ben Azaria, Rabbi Akiba und Rabbi Tarfon beim Pesachmahl zusammensaßen in der Stadt Bnei Brak. Dies geschah etwa im 2. Jahrhundert nach der bürgerlichen Zeitrechnung. Sie waren allesamt Schriftgelehrte. So mutet es nicht als Wunder an, dass sie während des Essens, auch nachher sogar, über den einstigen Auszug aus der Sklaverei, über Yetziat Mitzrayim, diskutierten. Und inzwischen haben sie so weit angefangen zu diskutieren, dass sie gar nichts gemerkt haben, dass bereits der Morgen anbrach, bis ihre Schüler, die da rumstanden, sagten, Rabotenu higia zman kriat shema shel shacharit. Meister, das ist schon das Morgengebet, die Zeit des Morgengebetes angebrochen. Wer könnte heute den Grund dafür nennen, warum die Verfasser der Haggadah dieses Büchleins diese Begebenheit verewigt hatten, dass vier Gelehrte über die ganze Nacht diskutiert haben? Vielleicht wegen der Zusammensetzung dieser Tischgemeinschaft. Rabbi Eliezer war eine anerkannte Autorität in seiner Zeit, Ende 2. Jahrhundert. Und Rabbi Joshua war seines Zeichens ein einfacher Handwerker, ein Schmied, aber berühmt durch vielerlei Kenntnisse der Schrift. Sowohl aus der Schrift wie aus dem Gebiet der Astronomie. Historische Quellen wussten daher berichten, dass er mehrfach Reisen nach Rom unternahm, das damals schon Zentrum, Hauptstadt des Reiches war, um seinen Glaubensgenossen zu Hilfe zu eilen, wenn irgendwelche Problematik mit den Herrschern ergab. Es ist für Personen nicht falsch zu behaupten, dass Rabbi Joshua sogar Griechisch und Latein sprach. Genauso wie ein anderer aus diesen Schulen, die man später anstatt Saul Paulus nannte. Rabbi Eleazar ben Azaria war adelige Abstammung. Er konnte die Linie seiner Familie bis Ezra, bis zu Führer der Heimgekehrten aus dem babylonischen Exil zurückführen. Rabbi Tarfon, der mit dem griechischen Namen Tarfon, Tryphon, der Gelehrte mit diesem griechischen Namen war Nachkömmling von dem Kohanim, von der Zeit der Zerstörung des Tempels. Und schließlich der letzte Tischgenosse, Rabbi Akiba, der ein einfacher Schafhirte war, aber ziemlich auf dem zweiten Bildungsweg ein großer, anerkannter Meister wurde.
konnte unter den Gründen dieser, es könnte unter den Gründen dieser Episode bewahrt sein, dass er eine Rolle gespielt hat, dass er vorher nicht nur als Theoretiker war, sondern später aktiver Teilnehmer des Bar Kochba-Aufstandes, den letzten großen militärischen Aufstand gegen die römische Unterdrückung im Jahre 132 bis 36. Nach der Niederlage wurde sie vor den Römern grausam hingerichtet. Und wenn das so war, könnte es sein, dass sie an diesem Pesachabend die Möglichkeit nutzten, um die Aufstände vorzubereiten oder zu besprechen, die gegen die Besatzer, gegen die römische Legionen. Und vielleicht waren einige Wachposten vor dem Haus postiert. Und wenn ein römischer Legionär näherte, dann war vielleicht der Codesatz von den Schülern: Meister, die Zeit der Andacht ist gekommen. Dann wussten die Gelehrten vielleicht, dass jemand unerwünscht vor der Tür stehen könnte. An einer Stelle der Festliturgie in der Haggadah, in diesem Büchlein, das Mahl begleitet, wird die Tür geöffnet. Die volkstümliche Vorstellung erwartet, wenn die Tür geöffnet wird, dann ist es an diesem Abend, wo die Erlösung so nahe steht. Vielleicht wird Elia, der Herold des Messias nach der jüdischen Vorstellung, als Mashiach-Herold des kommenden Erlösung hereintreten. Es ist ihm sogar ein Kelch Wein zugedacht, der unberührt mitten am Tafel schmückt, neben dem 4 Gläser Wein, was wir zusätzlich noch nachher trinken werden. Der Grund dafür ist eine ungeklärte Sachlage. Die Gelehrten haben diskutiert. Werden am Sederabend 4 Gläser Wein getrunken? Oder wegen der 4 Ausdrücke der Erlösung aus der Tora? Oder wird sogar ein 5. Ausdruck? Ich bringe euch in das Land. Ist das nicht ein Ausdruck der Erlösung? Vielleicht ist dafür ein 5. Glas Wein fällig. Aber die Gelehrten waren uneinig. Die Frage 4 oder 5 Gläser Wein blieb unentschieden. Und in diese talmudischen Diskussionen etwas unentschieden blieb, da sagt man Teku, Elia wird kommen und entscheiden all diese strittige Fragen. Dann muss man vielleicht noch etwas erläutern. Wie Sie vielleicht wissen, wie es auch fast in diesem Jahr der Fall ist, Pesach und auch das Osternfest der Christen fallen zeitlich nahe beieinander. In den Osterpredigten der Kirchen früher wühlten viele wiederholt die Gemüter der Kirchengänger auf, die Theologen und Priester, und diese wüteten anschließend in jüdischen Häusern. Um Pesach und Ostern herum waren viele Pogrome und später sogar Ritualmordanklagen gegen Juden ausgeheckt. Man beschuldigte sie der Ermordung von christlichen Kindern, damit sie das Blut, die mit diesem Blut die Matzen wecken können. Viele Menschen wurden im Mittelalter wegen dieser Wahnideen und Vorurteilen ermordet. Vorwiegend deshalb öffnete man in Familien die Tür, um zu sehen, ob nicht jemand aus böser Absicht hinter der Tür steht.
Diese Sitte der Türöffnung wurde später als ursprünglicher Grund, Gott sei Dank, nicht mehr relevant. Heutzutage droht uns nicht mehr durch die Tür, aber man hat dies als spirituelle Sitte beibehalten. Man öffnet die Tür und erwartet das Kommen des Maschiach, Elia. Und an einer Stelle der Haggadah wird auch die Tora zitiert. Und wenn dich dein Sohn heute fragt, was bedeutet dieses Fest? Was bedeuten diese ungesäuerten Brote? Du sollst ihm sagen, sagt der Tora, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus der Knechtschaft geführt. Ferner steht noch in der Haggadah eine Art Bewältigung der Geschichte. Ein jeder solle sich so betrachten, als wäre er selbst aus Ägypten, aus der Sklaverei mit der Gemeinschaft ausgezogen. Das heißt, ein jeder soll von dem Gefühl erfüllt werden, dass er selber mit uns aus Ägypten gezogen sind. Das heißt, wir schieben diese Ereignisse nicht in die weite Vergangenheit, sondern wir wollen das vergegenwärtigen. Während 30 Jahrhunderte jüdischer Geschichte wurde jede Generation mit dieser Wahrheit, mit dieser Einstellung auch konfrontiert. Nicht nur unsere Vorfahren hat Gott befreit, sondern auch uns zugleich mit ihnen. Schließlich wären wir nicht aus Ägypten befreit worden, wären wir heute nicht da, wären wir heute nicht Juden, Mitglieder einer jüdischen Gemeinschaft. Und da sagt die Tora, das geschieht dessen Willen, was der Herr uns getan hat, als er uns aus Ägypten geführt hat. Vielerorts ist es üblich, dass die Seder-Teilnehmer vom Tisch aufstehen, während sie diesen Satz sprechen, aufstehen und ein Stück Matzah mit einem Tuch eingewickelt auf ihrem Rücken tragen und um den Tisch herum sehen, um selber zu vergegenwärtigen, selber einzuspielen, dass sie selber aus Ägypten gezogen sind, dass sie damit den Auszug vergegenwärtigen. Diese Personalisierung der Geschichte des Auszuges, angetrieben von der Erzählung der Tora, hat sich seit hunderten Generationen bewährt. Großeltern und Eltern und die Kinder nehmen am gedeckten Tisch am Pesachabend Platz mit dem Büchlein, mit der Haggadah lesen und gemeinsam an diesen Erinnerungsmahl einzunehmen. Und jede einzelne Speise an diesem Abend erinnert an die Geschichte. Es ist schließlich an diesem Abend ein Sederteller aufgestellt, wo, ich weiß nicht, vielleicht sieht man das hier, wo die einzelnen Speisen symbolische Inhalte haben. Maror, die Bitterkeit, oder Salzwasser, die Tränen, Charoset, diese Mischung aus Äpfel, Zimt, Wein und Nüsse, erinnert uns an diesen Lehm, womit unsere Vorfahren in Ägypten bauen mussten. Dies stärkt die kollektive Identität. Die Kinder fragen die Eltern und die Eltern und Großeltern antworten und erzählen. So sieht die Rollenverteilung aus. Jedoch wächst kein jüdisches Kind heran, ohne diese Geschichte der Befreiung als eigenes Pesach-Erlebnis mitgefühlt und mitgesprochen zu haben. Gerade darum wächst es eines Tages
nahtlos in die Rolle der Erzählenden ein und wird sich selbst mit den Fragen seinen Kindern stellen können. So begreift ein jeder das Pesachfest als Meilenstein der jüdischen Geschichte, des jüdischen Festkalenders, als ein Familienfest, an dem die Kinder eine zentrale Rolle spielen. Schließlich am Anfang der Haggadah lesen wir einen Text, wo die Jüngsten, die Kinder, vier Fragen stellen. Manishtana, was ist der Unterschied? Fragen sie ihre Väter, ihre Eltern. Was ist der Unterschied zwischen dieser Nacht und alle anderen Nächte des ganzen Jahres? Shebechol Halilot, alle anderen Nächte essen wir Chametz und Matzah, gesäuertes und ungesäuertes. Diese Nacht nur Matzah. Alle anderen Nächte müssen wir nicht so viele Grünzeug essen. Aber diesen Abend essen wir Maror, Bitterkraut. Und dann noch etwas Besonderes. Alle anderen Nächte müssen wir nicht eintauchen in Salzwasser oder anderswo in verschiedene Speise. Diesmal zwei Dinge müssen wir eintauchen. Einmal Maror, einmal Charoset. Und dann noch etwas. Normalerweise tut man die Kinder schelten, wenn sie nicht anständig am Tisch sitzen. Shebechol Halilot, alle anderen Nächte, Anu Ochlim, können wir sitzen angelehnt und können wir sitzen auch ruhig. Diesmal Kulanu Mesubim, nur angelehnt. Dieses angelehnte Sitzen erinnert uns an die Römer. Die Römer bei ihren lukullischen Mahlzeiten haben am Tisch angelehnt, gespeist, bequem. Diese Sitte haben wir an diesem Abend übernommen, um zu zeigen, dass wir freie Bürger sind, wie die Römer. Und nicht nur dieses, auch vieles andere haben wir von den römischen Mahlzeiten, von den lukullischen Mahlzeiten übernommen. Wir beginnen die Mahlzeit mit einem Ei. Mit einem Ei. Die Römer beginnen auch häufig die Mahlzeit mit einem Ei, in Salzwasser getaucht, so wie wir. Und daher der Ausdruck, den Sie vom Lateinischen kennen, ab ovo. Ovus bedeutet Ei. Ab ovo, vom Ei angefangen. Das heißt, die Mahlzeit beginnt mit dem Ei. Das Gebot des Erzählens prägt auch die Gestaltung der ganzen Liturgie dieses Festes. Die Rollenverteilung dieser Liturgien der Haggadah erteilt gleich am Anfang, wie schon gesagt, den Jüngsten das Wort. Und da werden solche Begriffe zusammengefasst: Bitterkeit, Leiden, Armut, was unsere Vorfahren erlebt haben, Opfer, Fronarbeit, Befreiung und in schmackhaften Speisen auch gekleidet und wird damit das kindliche Gemüt erfassen. Verständlich, dass die Frage des Kindes um die besonderen Speisen und das Bewandtnis kreisen. Jedoch gelingt es dadurch auch zur aktiven Teilnahme anzureden, die Neugierde des Kindes zu wecken, um die Feier zum unvergesslichen Glaubenserlebnis zu wecken, zu vertiefen. Und wie gesagt, die Fragen, was unterscheidet das und jenes, haben wir behandelt. Der Inhalt erfasst die Fantasie des Kindes, jedoch aufgrund des Erlebten des Erwachsenen ebenso. Daher heutzutage sehr viele in Israel singen diese Texte gemeinsam.
Plötzlich sind wir auch alle wieder Kinder geworden, wenn wir die Manishtana singen, wir einst vor unseren Eltern. Und wir sagen alle, wir waren Sklaven, unsere Sklavenhälter in Ägypten, so waren Sklaven unsere Väter. Es ist trotz der Schwermut eine lange, leidensvolle Geschichte, wirkt in diesem Feste nach. Das ist das Fest der jüdischen Vergangenheitsbewältigung. Keineswegs ist es ernsthaft und traurig. Nach der Mahlzeit werden mehrere fröhliche, volkstümliche Lieder gesungen, in guter Stimmung, die ganze Tischgemeinschaft. Und dazu muss man historisch einfügen, in früheren Zeiten endete der Sederabend, die Haggadah, mit dem Tischgebet. Nach der Mahlzeit, nach dem Tischgebet, war das Ende. Und die Menschen gingen wieder, die Gäste nach Hause und die Familienmitglieder gingen zu ihrem Schlaf. Und ist aber ein Lied von den vielen volkstümlichen Lieder, die ursprünglich kein hebräisches Lied, kein jüdisches Lied war. Viele Parallele gibt es dafür. Ein Kettenmärchen, die Chagiga. Chagiga ist ein Lied, wie gesagt, worüber ist da die Rede? Mein Vater kaufte mir ein Lämmchen, da kam die Katze und fraß das Lämmchen, da kam der Hund und biss die Katze, da kam der Stock und schlug den Hund, da kam glühende Feuer und verbrannte den Stock, Wasser löschte dann das Feuer, ein durstiger Ochse trank das Wasser, der Schlachter holte sich den Ochsen, bis ihn selbst der Todesengel, der Malach HaMavet, traf. Dann aber richtete der Herr über alle Welt, über alles Wesen, oft über Guten und Bösen. Dieses Lied zum Schluss des Pesachmahls haben Wormser Juden aus Deutschland im Mittelalter aus einem deutschen Volkslied sehr gut, sehr treffend in die Haggadah übernommen. Es gibt auch viele Parallele in mehreren Sprachen, aber in Worms hat wahrscheinlich jemand gehört, was die Leute da singen, ein Kettenmärchen, und hat vermutet, dass diese Allegorie der jüdischen Geschichte passt. Was uns auch immer bedrohen mag, der Herrgott steht über alle Kräfte. Gewalt und Gestehen, nur bei ihm ist Gerechtigkeit. Und man hat bei uns auch erzählt, wenn jemand, ein Kind, nach den 4 Gläschen Wein, die ganze Chagiga, die ganze Erzählung, die Kettenmärchen aufzählen könnte, da war er noch nüchtern. Also schließlich auch im Dienste der Nüchternheit diente dieses Lied. Der Name des Festes Pesach weist auf eine Episode der Erzählung des 2. Mosebuches. Die Häuser der israelitischen Sklaven wurden während der 10 Gebote, die über die ägyptischen Unterdrücker verhängten Plagen überschritten, verschont. Das heißt, die Überschreitung hieß Pesach. Das Fest hieß eigentlich Chag HaMatzot, Fest des ungesäuerten Brotes. Pesach ist so ein Name, die von dieser Episode von den 10 Plagen gekommen ist. Die Überschreitung heißt auf Hebräisch Pesach. Der bekannte jüdische Maler Marc Chagall, der in Vitebsk geboren wurde und ursprünglich Segal hieß, also er war ein Levit, machte auf beeindruckende Weise malte diese biblische Szene. In einer Hütte malte sitzen
mehrere Mitglieder einer Großfamilie am Tisch. Männer, Frauen und Kinder. Von ihnen auf dem Tafel liegt ein feuerrot gebratenes Lamm, das unser Pesach-Lammopfer, das ja später in anderen Religionen eine große Karriere gemacht hat. Alle sind offensichtlich damit beschäftigt, dieses Fleisch, das Lammfleisch, wie in der Tora verheißen, bis zum letzten Rest zu verzehren. Und über dem Dach des Hauses, malt Chagall, zieht mit blutigen, ausgestrecktem Schwert der Malach Hamor Mavet der Todesbote vorüber. Volkstümliches Bild. Der überschreitet sogar die Häuser der Israeliten und eine plastische, farbenprächtige, bibeltreue Darstellung. Der Vorstufe der Befreiung, der Sklaven, in unserem Volke. Theologisches wie historisches lässt sich aus den Episoden der Haggadah nachvollziehen. Wir lesen in der Haggadah, kann man nicht ablesen, Entschuldigung. Wir lesen in der Haggadah, Rabban Gamliel sagte, jeder der drei Begriffe, Pesach, Matzah und Maror, also der Hinweis auf das Pesachfest, auf die Matzah und Bitterkraut, am Pesachabend nicht benennt, nicht hinreichend erläutert, hat seine Pflichten nicht genüge getan. Unter Pesach versteht man hier, aufgrund der biblischen Anordnung, das Lammopfer, was die Tora uns verbindlich gemacht hat. Das ist uns heute keine Mitzvah mehr. Der Tempel ist nicht mehr da. Es war ein Tempelopfer. Lammopfer tun wir heute nicht darbringen. Sogar legen wir Wert darauf, dass wir an diesem Abend kein Lammfleisch zu uns nehmen. Gebratenes Fleisch, welch auch immer, Rind, Kalb, Gans, Huhn, aber kein Lamm. Dieses Lammopfer, was am Vorabend des Auszuges unserer versklavten Vorahnen in Ägypten dargebracht haben, tun wir heute nicht zu uns nehmen. Matza, das ungesäuerte Brot, Bitterkraut, Maror sind Symbol der verbindlichen Erinnerung an das Leiden unserer Vorfahren während der Knechtschaft, die uns die Tora zum Verspeisen am Sederabend anordnete. Und wie gesagt, das Gebot, du sollst dem Sohn erzählen. Die Handlung, die zu dieser Verinnerlichung jener heilsgeschichtlichen Inhalte dient, ist das Verspeisen des ungesäuerten Brotes Matzah während der 8 Tage des Festes. Wie gesagt, verpflichtend ist es nur am ersten Tag. Durch das Verzehren der Matzah wird immer wieder das Lechem Oni, das Brot des Elends, dieses einfache Speise der ägyptischen Diaspora in Erinnerung gebracht. Zugleich auch daran, dass dieses ungesäuerte Brot laut der Tora in großer Hast in Ägypten verzehrt wurde, weil der Auszug aus dem Lande der Sklaverei in großer Eile um Mitternacht erfolgte, als die Stunde der Freiheit nach langer Leidenschaft und bitterem Frondienst geschlagen hatte. Daher hatten unsere Vorfahren keine Zeit mehr, ihr Brot zu backen, und es wurde in der Wüste draußen durch die Sonne, Hitze der Sonne, erst reif geworden oder nachgebacken.
Noch am Anfang unseres Jahrhunderts nahmen bedeutende Rabbinen gegen die maschinelle Matzebäckerei, wie es heute überall üblich ist, ablehnend Stellung ein. Der Grund haben sie mit ihrer Entscheidung damit etwas verschleiert und man dachte eine Weile, dass die maschinelle Verarbeitung vielleicht jene Gärungsprozess fördert, die man unbedingt verhindern soll. Dies war jedoch nicht der wahre Grund. Die Rabbinen waren ausschließlich aus sozialen Überlegungen gegen die Automatisierung des Matzah-Backens. Sie befürchteten, was viele arme Leute, die in unseren Gemeinden früher lebten, keine Arbeitsplätze mehr haben würden, wenn die Maschinen Matzah machen, dann werden sie in noch mehr größeren Elend und Armut absinken. Daher sprachen sie gegen die rituelle Reinheit der maschinelle Matzah aus. Heute backt man nur maschinell Matzah, nur am Vorabend des Pesach-Tages. Dies ist aber jetzt Freitag und nicht am Samstag, am Schabbat. Da versammeln sich viele in der Gemeinde, dass sie wie früher mit Hand, mit Wasser und Mehl Matzah backen und daraus eine besondere Matzah für die Gemeinde backen. Das nennt sich Mitzvah Matzah, das heißt mit der Hand hergestellte durch eine bestimmte Mitzvah. Und eine Mitzvah setzt jedoch voraus, die Kavana, die Hingabe, die maschinell hergestellte Matzah, die massenweise Matzah herausspuckt, in 18 Minuten fertig. Das eine Maschine kann keine Kavana, keine Hingabe erstellen, keine Motivation, keine Intention, keine Konzentration des Bewusstseins, das uns diese heilige Pflicht erfüllt. Dies kann nur der Mensch, indem sie während der Arbeit Shematot Mitzvah sagen, das geschieht auch für die Mitzvah. Dazu sind nicht einmal moderne Maschinen in der Lage. Nur die pflichtsten, auch religiös gesinnten Menschen. Aus diesem Grunde aber nehmen sich besondere gesetzestreue Männer, Frauen am Rüsttage des Festes, dies geschieht, wie gesagt, heuer ein Tag voraus, und nehmen sie Mühe und unter Psalmgesängen handgefertigte Matzen her, und dies wird für den Sederabend für alle gereicht. Somit sprechen sie wie angeordnet die Segenssprüche, die Benediktionen auf die Matzot nach getaner Pflichterfüllung. Nur, ich möchte vielleicht zum Schluss diese Ausführungen noch erklären, dass die soziale Verpflichtung der Ärmeren gegenüber wird in jüdischen Gemeinden im Vorfeld des Pesachfestes besonders ernst genommen. Pesach ist kein so billiges Fest gewesen. Matze, Mehl und alle Zutaten verlangten viele Mittel. Ein jeder war dazu aufgerufen, für seine vorschriftmäßige rituelle Ausstattung der sozial Schwächeren Sorge zu tragen. Die meisten Gemeinden in Deutschland hatten ihre Sonderfonds, aus denen die betont unbürokratisch, ohne die Notleidenden zu beschämen, diesen Maot Chitim, diese Getreidezulage zum Fest trugen. Die große fische Not in früheren Zeiten ist heute, selbst wenn wir unter dieser Plage sehr leiden. Wir beklagen uns nicht, wir erleben keine physische Not. Wir haben Gott sei Dank am Sederabend
Werden wir unsere Matzah haben? Werden wir alle Zutaten haben? Fleisch und auch anderes? Und ein jeder, der will, kann sich auch die Matzot für das Fest leisten, sogar selber machen. Was uns dagegen mit größter Sorge erfüllt, ist der Mangel an jüdischem Wissen. Dieses Wissen über die Feste ist eigentlich die Mangelware geworden. Und um diesen Zustand zu beheben, über die Plagen unserer Zeit hinaus und unsere Herzen von Chametz, von Gesäuerten zu befreien, bedarf es unserer aller Anstrengungen. Lassen Sie mich vielleicht zum Schluss eine kleine Anekdote erzählen. Ein armer Jude kam zu seinem Rabbi und sagte: Rabbi, sag mir, ist es möglich, dass ich am Sederabend anstatt Wein Milch trinken soll? Der Rabbi schaut ihn an und ist verblüfft. So eine Frage hat er noch nie gehört. Aber die Frau hat schnell geschaltet. Sagt der Rabbi Jakob, gib dem Herrn eine größere Gabe. Wieso? Also wenn jemand fragt, dass er Sederabend Milch trinken will, der hat auch kein Fleisch. Also er muss sich auch Fleisch besorgen. So verstanden unsere Vorfahren die Wohltätigkeit, die soziale Tätigkeit. Weil, wie Sie wissen, es ist Milch und Fleisch zusammen nicht zu genießen. Und nach Fleisch kann man keine Milch trinken. Ich hoffe, dass Sie das alles verfolgen konnten. Und vielleicht haben Sie auch einige Fragen, wozu Sie jetzt die Gelegenheit haben. Darf ich Sie fragen, hat jemand von Ihnen eine Frage, was Sie nicht verstanden haben, was Sie nochmal erläutern wollen? Ein Handzeichen oder ein Ruf reicht mir. Wenn dies nicht der Fall ist, dann hoffe ich, dass Sie das alles doch einigermaßen genossen haben. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Fest, was Sie und wie Sie. Und selbstverständlich muss ich mitteilen, dass wir nächste Woche mit Rücksicht auf das Pesachfest pausieren werden. Aber nach 2 Wochen, das ist, glaube ich, der Dienstag, der 6. April, dann werden wir uns wieder hier treffen. Wir sollen Sie auf sich aufpassen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Gesundheit auf und wir hoffen, uns bald wieder gesund hier zu sehen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Shalom und Chag Sameach. Dankeschön, Dankeschön. Einen schönen Abend. Ebenso.